Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 31, Gesetzentwurf gegen Mietwucher. Antrag des Freistaates Bayern, dem die Länder Berlin, Brandenburg und Hamburg und Nordrhein-Westfalen beigetreten sind. Hierzu liegen Wortmeldungen vor. Herr Staatsminister Eisenreich, Bayern. Bitte schön. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Wohnungsmangel und der Mietpreisanstieg, insbesondere in den Ballungsräumen, gehören zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Familien, Menschen mit normalen Einkommen und Senioren müssen sich auch künftig noch das Wohnen in Ballungsräumen leisten können. Einfache Lösungen gibt es hier nicht. Wir brauchen ein Bündel an Maßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen in den verschiedensten Bereichen. Das Mietrecht kann nicht die alleinige Lösung sein. Wir brauchen mehr und vor allem mehr preiswerten Wohnraum. Aber auch Änderungen im Mietrecht können einen Beitrag dazu leisten, die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu entschärfen. Unsere Ziele sind dabei, den starken Anstieg der Mieten in Ballungsräumen zu bremsen, für einen fairen Interessenausgleich zwischen Vermietern und Mietern zu sorgen. Gleichzeitig müssen sich Investitionen in den Wohnungsbau weiter lohnen, weil wir ja den Bau von neuen Wohnungen brauchen. Vorweg möchte ich nochmals betonen, manche übersehen in der aktuellen Diskussion, dass die große Mehrheit der Vermieter verantwortungsvoll handelt. Eine Stimmungsmache gegen die Eigentümer und die Vermieter ist also absolut ungerechtfertigt. Aber genauso wie es unter den Mietern schwarze Schafe gibt, gibt es auch unter den Vermietern schwarze Schafe, die unangemessen hohe Mieten über der ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen. Da brauchen wir bei deutlich überhöhten Mieten, die über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, und zwar um mehr als 20% darüber, aus unserer Sicht eine spürbare und effektive Ahndung. Bayern hat dazu einen Antrag eingebracht. Wir wollen die schon bestehende Regelung im Wirtschaftsstrafgesetz praxistauglich ausgestalten. Zukünftig soll es nicht mehr auf das schwer zu beweisende Kriterium der Ausnutzung eines geringen Angebots an vergleichbaren Räumen ankommen, sondern soll alleine maßgeblich sein, ob objektiv ein geringes Angebot an vergleichbarem Wohnraum vorliegt. Hierdurch haben wir den Vorteil, dass sich die Beweisprobleme entschärfen und dadurch das Gesetz deutlich effektiver werden würde. Die Idee kommt nicht von uns, das will ich klar sagen. Hamburg und Nordrhein-Westfalen haben schon vor einigen Jahren und Berlin 2017 diesen Vorschlag gemacht. Wir starten jetzt aber einen neuen Anlauf. Ich freue mich daher sehr, dass insbesondere Hamburg, NRW und Berlin diesem Antrag beigetreten sind. Ich sehe das als unseren gemeinsamen Antrag. Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass der Bußgeldrahmen von 50.000 Euro zu niedrig ist. Er sollte auf 100.000 Euro erhöht werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf kann aus unserer Sicht einen wichtigen Beitrag für einen fairen Interessenausgleich zwischen Mietern und Vermietern leisten. Ich freue mich über eine Zustimmung. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Ministerin Sütterlin Waag, Schleswig-Holstein. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Schleswig-Holstein unterstützt ausdrücklich das Ziel, Mieterinnen und Mieter vor einem weiteren Mietanstieg zu schützen und das Wohnen bezahlbar zu halten bzw. zu machen. Schleswig-Holstein hat sich entschlossen, die Mietpreisbremse abzuschaffen, weil sie sich im Kampf gegen überhöhte Mieten als nahezu wirkungslos erwiesen hat. Die Gesetzesinitiative aus Bayern zur Änderung des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz kann aus unserer Sicht aber nicht unterstützt werden. Der Gesetzgeber sollte dort tätig werden, wo die von ihm erlassenen Gesetze Wirkung zeigen. Bei der Begrenzung der Mietpreissteigerung geht es um den Mietvertrag, eben zwischen Vermieter und Mieter. Hier ist ein Teil der Probleme zu erkennen, und genau hier setzt die von Schleswig-Holstein vorgeschlagene Initiative zur Änderung des BGBs, des Bürgerlichen Gesetzbuchs, an. Wir haben deshalb vorgeschlagen, das BGB angelehnt an § 5 Wirtschaftsstrafgesetz zu modifizieren. Damit können sich diejenigen gegen Mietpreisüberhöhungen wehren, die unmittelbar betroffen sind, das sind nämlich die Mieterinnen und Mieter.
Wenn die Mieten 20% oberhalb des Mietspiegels liegen, wird der Mietvertrag teilweise nichtig. Die überzahlten Mieten können dann nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung zurückgefordert werden. Eine Beteiligung der Ordnungsbehörde als objektive Hüterin des Mietmarktes ist für die Mieterinnen und Mieter nicht vordringlich. Dies gilt umso mehr, als das § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes auch in der Vergangenheit keine vorrangige Bedeutung hatte und dies meines Erachtens auch zukünftig nicht wahrscheinlicher wird. Schleswig-Holstein präferiert daher die Änderung des bürgerlichen Gesetzbuches und wird sich daher zu dem bayerischen Antrag enthalten. Danke. Vielen Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor, aber es gibt Erklärungen zu Protokoll. Senator Kerstan, Hamburg, Frau Ministerin Dr. Söderlin-Waag, Schleswig-Holstein. Wir kommen zur Abstimmung. Die beteiligten Ausschüsse empfehlen, den Gesetzentwurf beim Bundestag einzubringen. Wer hier zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das ist die Mehrheit. Damit ist so beschlossen, wie vereinbart, wird Herr Staatsminister Eisenreich zum Beauftragten bestellt.